Partner. Ja, dann darf ich euch alle zu dem Webinar von Schöner Tauchen begrüßen. Ich bin der Armin vom Tauchernet. Ich moderiere durch den Abend heute und mit dabei sind drei Personen, die ihr jetzt auch auf dem Bildschirm seht, nämlich der Uwe, der Ray und der Peter. Und die, ich denke, die stellen sich am besten einfach mal selbst vor. Uwe, willst du anfangen? Ja, mache ich gerne. Also ich bin Uwe Nils. Ich habe vor fast 30 Jahren Schöner Tauchen gegründet, den Reiseveranstalter. Und wir wollen euch heute mal so ein bisschen erzählen, wie wir durch Corona gekommen sind. Ja, Ray, ich denke, du kannst weitermachen. Ja, gerne. Also ich bin Ray. Manche von euch kennen mich noch unter Rainer. Das wechselt hin und wieder, aber Ray reicht. Ich bin seit über 12 Jahren jetzt bei Schöner Tauchen, eigentlich Tauchlehrer. Und liebe das Ganze hier, die Reisen und das nette Team. Peter, gib uns was. Dann mache ich erstmal weiter. Hallo erstmal in die Runde und da draußen. Ich bin der Peter. Ich begleite seit 10 Jahren Tauchreisen bei Schöner Tauchen. Viele kennen mich vielleicht und ich freue mich auf den Abend und auf eure Fragen. Okay, vielen Dank an die Runde. Ja, wir wollen heute Abend so ein bisschen drüber reden, was für einen Einfluss, natürlich gab es einen großen Einfluss, die Covid-Pandemie auf Schöner Tauchen, auf das Tauchreisen allgemein gehabt hat, dass man trotzdem auch noch, da wird Peter drüber erzählen später, auch in diesen Zeiten wunderschöne Reisen in wunderschöne Orte unternehmen kann. Wenn ihr Fragen habt zu allem Möglichen, was in diesem Webinar vorkommt, dann nutzt die Frage- und Antwortfunktion, die hier in Zoom gegeben ist. Oder wenn ihr auf Facebook live zuschaut, dann stellt die Fragen einfach in die Kommentare zu dem jeweiligen Video, egal ob auf der Schöner Tauchen-Seite oder auf der Tauchernet-Seite. Und wir versuchen dann, oder ich versuche dann, die Fragen in das Webinar einzubringen und irgendeinen von den dreien zu finden, der die Frage auch beantworten kann. Ich denke, das ist bei dem kompetenten Team wahrscheinlich auch immer bei jedem der Fall. Also wenn ihr Fragen habt, fragt sie. Wir versuchen sie direkt, wenn sie passt, direkt zu beantworten. Und ich würde jetzt vorschlagen, um euch mal ein bisschen Geschmack zu machen, würde ich erstmal ein kleines Intro ablaufen lassen, was man denn so bei Schöner Tauchen alles sehen kann. Okay, das war, denke ich, schon mal ein guter Vorgeschmack. Ja, fangen wir mal mit dir an, Uwe. Als du mich gefragt hast, ob wir mal in einem Webinar über Schöner Tauchen und Covid reden könnten, habe ich irgendwie gedacht, du jammerst jetzt eine halbe Stunde und fragst am Schluss alle Webinarteilnehmer, und ob sie dir eine kleine Spende aufs Konto überweisen können. Aber so ist es dann irgendwie doch nicht gekommen für Schöner Tauchen. Vielleicht erklärst du mal, was denn von Anfang an so alles passiert ist, wie du darauf reagiert hast, und vielleicht hören wir dann auch so ein bisschen was, wie dein Ausblick ist. Aber fang einfach mal an, ein bisschen darüber zu berichten. Fangen wir erstmal mit dem an, was uns letztes Jahr geschockt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ist heute ganz genau ein Jahr her, dass das Auswärtige Amt die weltweite Reisewarnung rausgegeben hat wegen Corona. Und wir sind damals davon total überrascht gewesen. Das hat uns sehr hart getroffen. Und das fing dann alles an, dass wir anfingen, die Leute aus den Reiseländern zurückzuholen mit einer Rückholaktion. Danach kamen dann die Stornierungen und Absagen, die Fragen nach Erstattung von den Kunden. Und es ist natürlich so, dass wir als Reiseveranstalter dazu verpflichtet sind, die ganzen Gelder zurückzuzahlen. Das war uns damals nicht im ersten Moment möglich, weil wir, wie gesagt, Reiserecht ja, wir haben die Kunden um Geduld gebeten. Die ist uns zum Glück von fast allen gewährt worden. Ein bisschen Aufschub, und der Aufschub hat dann gereicht, dass dann irgendwann doch staatliche Hilfen kamen, dass wir einen größeren Kredit bekommen haben. Wir haben eine Immobilie verkauft, und mit all dem waren wir dann in der Lage, ja, die,
die Kunden zufriedenzustellen. Und heute sind wir ganz froh, wir haben gute Aussichten und wir sind ganz sicher zu überstehen und wir planen jetzt für die Zukunft. Und darauf freuen wir uns eigentlich unheimlich. Ja, ich weiß nicht, ich will da auch nicht näher drauf eingehen. Das war sehr hart damals. Es ging bis in Existenzängste. Ich konnte nachts nicht schlafen, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Ich kann auch gut nachempfinden, dass heute viele andere noch so denken, wo die Läden nicht aufgemacht werden können. Aber bei uns ist zumindest so, dass wir über den Berg sind, dass wir da rauskommen und dass wir wirklich optimistisch in die Zukunft gucken. Gibt es da Fragen zu oder... Ich wäre froh, wenn wir mit dem Positiven weitermachen können. Ja, ich denke, du hast ja jetzt schon mal die Situation, wie sie war, schon mal gut abgearbeitet. Und das freut uns natürlich alle, dass es keine Katastrophe ist, ja, sondern dass es irgendwie weitergeht. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig bei der. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst. Als Reiseveranstalter, wir machen das seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren stellen wir den Kunden in Rechnung, was wir bezahlen müssen, Anzahlungen. Teilweise müssen wir die Flugtickets sofort bezahlen, weil es günstigere Preise gibt. Und wir hätten letztes Jahr bestimmt das beste Jahr unserer Geschichte gehabt. Wir hatten so viel Vorausbuchungen. Hat aber auch bedeutet, dass wir zu dem Zeitpunkt, also genau heute vor einem Jahr, Außenstände im hohen sechsstelligen Bereich hatten an Vorauszahlungen, hauptsächlich an Airlines, auch an Partner. Wir haben nicht einen Pfennig wiedergekriegt. Die Airlines haben angefangen, nach 6 Monaten was zu erstatten. Die Partner haben uns Gutscheine angeboten und das war schon nicht schön. Und das haben wir zum Glück alles hinter uns. Von den Airlines und Außenständen haben wir inzwischen über 90% zurückerstattet bekommen. Und ja, wir gucken positiv in die Zukunft. Okay. Ihr arbeitet momentan aus dem Homeoffice, denke ich mal, überwiegend. Oder seid ihr voll besetzt? Wie ist die Auslastung aktuell? Ja, es ist natürlich so, zu den Hilfen, die wir gekriegt haben, gehörte natürlich die Kurzarbeit dazu, die wir auch jetzt noch, wo kaum Anfragen sind, nutzen. Unsere Mitarbeiter können sich das aussuchen, Homeoffice oder ob sie ins Büro kommen. Aber ich denke, da sagt er vielleicht gleich noch was dazu aus der Sicht der Mitarbeiter. Der kann das bestimmt besser beurteilen als ich, der das als Chef so anordnet, wie man da so mit umgeht. Okay. Wir haben jetzt gerade, ich habe gerade hier, sehe ich auf Facebook einen Kommentar, wo jemand sagt, dass er mit einem Reiseveranstalter telefoniert hat und die Buchungen aktuell extrem anziehen würden. Ist das bei euch auch so? Ist der Ausblick schon wieder so richtig gut? Nein, wir haben Anfragen überwiegend, ja, wann geht es weiter? Wissen wir genauso wenig wie andere. Wir hoffen, dass es im Sommer weitergeht, aber auch über die Zukunft wollen wir, glaube ich, nachher nochmal reden. Anziehen tut es nicht. Wir haben immer mehr Anfragen jetzt langsam wieder, aber hat lange nicht so, wie es noch vor dem Jahr war. Okay. Ihr habt bestimmt, denke ich, aktuell auch irgendwelche Kunden auf irgendwelchen Reisen. Wie ist da der Status? Werden die von euch jetzt in der Situation speziell betreut, speziell gebrieft, speziell geschult? Was ist dazu zu sagen? Ja, jetzt spezielles Briefing nicht, aber wir wissen ganz genau die Einreisebestimmungen der einzelnen Länder. Wir wissen, was muss man haben, wo muss man sich anmelden. Das geben wir natürlich weiter. Wir haben Gäste, aber es sind wirklich nicht sehr viele, aber kontinuierlich sind schon Leute unterwegs, ja. Okay, gibt es da bei euch eine Hotline, wenn jemand irgendwie dann mal irgendwie ein schlechtes Gefühl hat, wenn er irgendwo unterwegs ist? Er kann euch ja mit Sicherheit immer erreichen und ihr steht natürlich euren Leuten dann auch immer mit guten Tipps und Tricks dann zur Seite, richtig? Nein, eine Hotline haben wir nicht. Also per E-Mail sind wir zu erreichen, gucken wir auch regelmäßig rein. Telefonisch sind wir momentan eher schlechter zu erreichen, bedingt durch die Kurzarbeit. Aber E-Mail reagieren wir sofort. Aber vielleicht kann Ray da was zu sagen, der auch im Büro sitzt und diese Arbeiten regelmäßig durchführt. Ja, danke Uwe. Vielleicht noch so ein paar Sachen, die uns jetzt als Mitarbeiter betreffen. Es war natürlich, das könnt ihr euch mit Sicherheit alle vorstellen, recht beängstigend für uns so vor einem Jahr, als das Ganze losging. Aber ich muss wirklich sagen, dass wir das alles hier sehr gut auf die Reihe gekriegt haben. Wir haben die Büros so umgestaltet, dass hier vernünftiges Arbeiten möglich ist. Uwe hat uns allen ermöglicht, im Homeoffice zu arbeiten, sodass auch keiner in irgendwelche überfüllten Busse und Bahnen einsteigen muss. Und das klappt soweit wirklich hervorragend. Wir merken nur wirklich alle, dass es im Büro doch besser ist. Also ich wohne hier gleich um die Ecke und ich bin eigentlich immer froh, dass ich hier jeden Tag mal vorbeikomme.
Mails hier direkt am Schreibtisch checke, mit Kunden telefoniere und so weiter. Das ist schon ein wesentlich besseres Gefühl. Ich weiß von den ganzen Kolleginnen auch, dass denen das genauso geht, dass sie auch lieber hier im Büro sitzen als zu Hause vor dem Computer. Wir haben auch, glaube ich, alle festgestellt, dass die Einbußen für uns durch die Kurzarbeit zwar da sind, aber nicht so schlimm, wie wir uns das ausgemalt haben. Uwe stockt das Ganze ja nun auch auf, wie immer da die Gesetzeslage ist. Und somit kommen wir eigentlich sehr gut klar. Wir haben leider eine Kollegin, die dann ihre Ausbildung abgebrochen hatte, weil es war einfach nicht mehr viel, wo wir sie dann wirklich anhand von den richtigen Fällen ausbilden konnten. Aber unsere andere Auszubildende wird dieses Jahr ihre Prüfung machen und wir sind uns, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, einig, dass wir auch in diesem Jahr wieder Auszubildende bei uns anstellen werden, zum Sommer hin. Mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, das mit dem Homeoffice ist eine tolle Sache. Im Büro ist es schöner. Wir fragen uns auch so ein bisschen, was passiert, wenn wir jetzt wieder wirklich 8 Stunden arbeiten müssen. Wird wieder eine Umstellung werden, aber wir sind absolut guter Dinge, ganz positiv eingestellt. Und wir merken ja, dass wir immer noch weiter Anfragen bekommen, hoffen, dass es jetzt mehr werden. Und wir gehen da fest von aus, dass wir, ich sag mal, spätestens im Sommer, im Herbst wieder ganz oben auf sind. Okay, danke dir, Ray. Wir haben auch die erste Frage jetzt hier schon in Zoom reinbekommen. Wie denkt ihr denn, wie die Entwicklung bei den Fluggesellschaften ist, was eine Impfpflicht oder ein Impfverlangen angeht? Habt ihr da schon irgendwelche Informationen von den Airlines? Wird es in Zukunft wirklich so sein, dass man nur mit dem gelben Impfpass ins Flugzeug kommt oder vielleicht auch in einem Resort auf den Malediven, dass man den digitalen Impfpass vorher übermitteln muss? Was ist da euer Gespür? Habt ihr da irgendwie schon Informationen, wie da verschiedene Destinationen oder verschiedene Anbieter, Fluglinien ticken? Informationen jetzt haben wir noch nicht. Es gibt noch nichts Offizielles, aber ich habe heute noch in Nachrichten gehört, dass in Europa der Impfpass ja jetzt durch ist, der für alle Länder gleich sein soll. Und ich denke, da geht kein Weg dran vorbei, dass irgendwann die Airlines und auch die Ressorts und vor allen Dingen auch die Länder verlangen, dass man geimpft ist, wenn man einreist. Ich meine, das gibt es ja heute schon für andere Arten von Impfungen wie Gelbfieber und so weiter. Die muss man bei der Einreise nachweisen können, sonst kommt man in die Länder nicht rein. Und warum sollte das bei Corona anders sein? Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das kommen wird. Okay, und dann werden sich vielleicht auch manche, die sich nicht impfen lassen wollen, dann vielleicht die Destination je nach Möglichkeit der Einreise dann aussuchen. Ich denke, das wird dann wahrscheinlich auch irgendwo ein Buchungskriterium dann auch werden. Ja. Ja, das weiß man nicht. Vielleicht gibt es Ausnahmeregelungen, dass man, wenn man, weiß ich nicht, Allergien gegen Impfung hat oder sowas, mit einem Nachweis und dazu mit einem negativen Test, dann wird das sicherlich auch gehen. Also ich denke, es gibt immer Regeln und dazu gibt es Ausnahmen. Aber ich bin da einfach überfragt. Ich bin auch nicht der Richtige dafür, der die Entscheidung trifft. Ja, das ist ganz klar. Ja, logisch. Ja, ich denke, das war schon mal ein guter Einstieg. Nochmal die Aufforderung an alle, wenn ihr Fragen habt, hier sitzen die Experten jetzt direkt in unserem Webinar, die eure Fragen beantworten können. Stellt die Fragen in Zoom, stellt die Fragen auf den Facebook-Seiten und wir versuchen, die hier direkt abzuhandeln. Mit in der Runde ist ja auch der Peter, der sich vorgestellt hat. Und der für Schöner Tauchen oft mit dabei ist, Gruppenreisen organisiert und auf einen unheimlichen Erfahrungsschatz an Destinationen, die er schon bereist hat, zurückgreifen kann, der schon in jedes Wasserloch auf der Erde irgendwo seinen Kopf reingesteckt hat. Peter hat auch die Zeit genutzt, der Corona-Zeit genutzt und war unterwegs. Er war in Polynesien, er war auf den Malediven. Und ich denke, er kann da auch ein bisschen was darüber erzählen, wie speziell oder vielleicht ganz unspeziell die Reisen in dieser Zeit waren. Ich würde sagen, als kleine Einstimmung auf Peters Reisen würde ich erst noch mal ein kleines Video, das Peter selbst zusammengeschnitten hat, zeigen. Und dann kann Peter ein bisschen erzählen, was er denn so in Corona-Zeiten alles gesehen hat.
Tja, da ist irgendwie, glaube ich, jedem das Wasser im Mund zusammengelaufen, gerade weil alle ausgehungert sind, sich nicht trauen, momentan auf Reisen zu gehen, nicht wollen, nicht können, nicht dürfen. Und Peter bringt dann solche Bilder mit. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich unfair. Ne? Wo hat dich denn die Corona-Krise dich persönlich erreicht, Peter? Also mich selber hat es erreicht, also ich fange mal so an, genau vor einem Jahr bin ich nämlich ins Flugzeug gestiegen, wieder zurück aus der Südsee nach Deutschland zu fliegen, weil mitten zwischen zwei Gruppenreisen in Französisch-Polynesien auf der Aquatique hat es mich dann erreicht oder die Nachricht erreicht, dass alles zu war. Dazu kommt, dass wir auf die Aquatique gegangen sind, hatten 15 Tage kein Internet und nach 15 Tagen haben wir das Internet angemacht und dann hat uns alles erschlagen an Nachrichten und wir konnten es eigentlich gar nicht wahrhaben. Die zweite Gruppe sollte dann in der Zeit kommen. Die ist dann teilweise gar nicht, hat dann das Ziel gar nicht erreicht, weil Amerika zugemacht hat und so ging es dann für mich dann auch wieder zurück. Und kurz bevor ich die Aquatique 3, die neue Aquatique 3 begutachten konnte, was ich dann im Oktober halt nachgeholt habe. Und da bin ich auch sehr dankbar drüber. Ich konnte, Französisch-Polynesien hatte vorübergehend zugemacht, hat im Juni wieder aufgemacht. Im Oktober haben wir dann eine Reise gehabt auf der neuen Aquatique. Wir haben zuerst Tahiti besucht. Haben 4 Tage, 5 Tage waren wir in Tahiti, haben da mit den Buckelwalen geschnorchelt, was wunderbar war und konnten dann die Aquatique 3 endlich begutachten, auf die ich sehr neugierig war, denn diese ganzen Aquatique von der 1 her habe ich die letzte Tour mit drauf gemacht, auf der 2 habe ich die erste Tour gemacht und wollte jetzt gerne auch auf der 3 die erste Tour mitmachen, was dann ins Wasser gefallen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da sieht man ganz schön den Ausblick aus der neuen Aquatique 3. Die werden wir in der nächsten Woche werden wir die vorstellen. Was von der Reise selber, von dem Ganzen war es so, dass es eigentlich relativ problemlos gegangen ist. Die Flüge haben alle wunderbar funktioniert. Die Einreisebestimmungen zu der Zeit waren halt so, dass man einen negativen Corona-Test brauchte, den man hier in Deutschland machen konnte oder kann, mittlerweile auch relativ problemlos, überall an jedem Flughafen, aber auch die Hausärzte machen das ja schon. Und es war halt so, dass man bei der Einreise einen Selbsttest bekommen hat, den man nach 4 Tagen dann machen musste und dann halt an dem zusätzlich dann irgendwann an jedem Hotel und jedem Flughafen, da gab es genug Stellen ab. Die hatten das also sehr, sehr gut organisiert. Fred, Peter, kurze Zwischenfrage. Als du im Flugzeug warst, wie waren denn so die anderen Leute, die im Flugzeug saßen, mit dir drauf? Natürlich habt ihr alle irgendwie Masken angehabt oder hast du dann nur in ängstliche Gesichter geschaut oder war die Stimmung da entspannt oder was kannst du uns dazu sagen? Also, das war dann schon meine zweite Reise. Von daher war ich da ein bisschen entspannter, ich selber. Ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute alle voller Erwartungen, voller Freude sind, einfach jetzt die Chance zu haben, Corona wenigstens stückweise hinter sich zu lassen. Und ängstlich waren die Leute eher nicht. Sie waren schon Respekt. Und was ich festgestellt habe, was man vielleicht im Laufe der Zeit auch verloren gegangen ist, egal welchen Flug ich hatte, es waren alle Leute extremst nett und zuvorkommen. Ob am Flughafen, ob die Stewardessen oder das Personal, überall bei den Einreisen, man wurde überall herzlich empfangen und es war sehr, sehr positiv. Ich habe das wirklich extrem positiv empfunden. Ja, da sieht man ja gerade die neue Aquatique 3. Also ich freue mich auch schon sehr auf nächste Woche, um das vorzustellen. Es ist schon ein wunderbares Schiff und das ist sehr schön. Wir hatten wahnsinnig tolle Tauchgänge. Möchte ich jetzt auch eigentlich nicht näher eingehen.
berichte ich nächste Woche rüber. Habe ich auch mehrere Bilder, mehrere Filmsequenzen vorbereitet, alles. Was natürlich wirklich toll war, wir waren dann zu 10 auf der Aquatiki 3. Sind alle zweimal getestet worden. Also konnte man davon ausgehen, dass wir alle sauber waren. Und deshalb war es ein sehr entspannter Umgang. Und das waren wirklich fast 3 Wochen, wo man Corona hinter sich lassen konnte. Und die ich gemerkt habe, die einem extrem gut getan haben für das Ganze. Und man merkte auch, alle Leute, die dabei waren, waren extrem glücklich, das erlebt zu dürfen. Ja, das sind natürlich die Bilder der Südsee, so wie wir sie kennen, also wie man sie auf der Tour auch kennt. Das ist ja auch eine ganz besondere Tour. Alle Leute, die schon mal mit dabei waren, kennen den unheimlichen Fischreichtum, hailastig, extrem hailastig, aber auch andere Fische und dieses extrem gute Feeling, was man da auf diesen Touren erlebt. Ja, was gibt es da zur Südsee? Sonst Rückreise hat auch sehr, sehr gut geklappt. Also regelrohes ging, hat alles wunderbar funktioniert. Okay. Wir haben jetzt gerade auch eine Frage reingekriegt, muss nicht unbedingt Peter beantworten, vielleicht auch Uwe. Wie wir jetzt eigentlich so positiv sein können hier mit den ganzen Möglichkeiten, wenn für 30-Jährige zum Beispiel noch überhaupt keine Impfung in Aussicht steht oder wenn unser Freund Spahn so weitermacht, wahrscheinlich für 30-Jährige erst 2024 geimpft werden. Was gibt es da zu sagen? Sind wir zu positiv, Uwe, aktuell oder Peter? Du gehst einfach so ohne Impfung, du bist nicht geimpft, denke ich mal, gehst einfach so ohne Impfung in die Destinationen, hast keine Angst? Ich jetzt? Okay, also prinzipiell, sage ich mal, muss sich jeder, man muss es wollen und man muss auch sich dem Risiko bewusst sein. Klar kann man, aber ich sehe es auch so, dass wenn es gewährleistet ist, dass ich den nötigen Abstand halte zu den anderen, dass ich mich da in dem Augenblick ja auch das Risiko einer Ansteckung relativ gering ist. Am Ende muss das jeder für sich selber entscheiden. Jeder muss sagen, hey, pass auf, ich möchte das oder ich will das. Diese Entscheidung kann einem auch keiner abnehmen. Aber ich für mich habe kein schlechtes Gefühl dabei. Und vor kurzem habe ich auch noch im Spiegel Online war wieder ein Bericht darüber, dass eigentlich die Urlaubsreisen ja gar nicht die Pandemietreiber, also die Infektionstreiber sind. Okay. Weil man ja auch wirklich feststellt, auf den Flügen, die Leute halten sich extremst auch an die Regeln. Also das merkt man schon. Die haben alle, man muss mit genügend Respekt losfahren oder dann sehe ich das Risiko auch nicht viel höher, wie hier im Aldi einkaufen zu gehen. Okay. Ja, du hast die Reisen ja auch gemacht, Peter, zu einer Zeit. Erstens gab es noch keine Impfungen, darum ist die Frage, erübrigt sich ja, ob ein 30-Jähriger geimpft werden kann oder nicht. Zu der Zeit gab es ja kaum Reisewarnungen. Man konnte in Europa reisen, man durfte in Deutschland reisen im Winter. Also ich glaube nicht, dass man unbedingt geimpft sein muss, um Reisen machen zu können. Im Moment sind ja die wenigsten geimpft. Aber da muss jeder für sich selber tatsächlich die Entscheidung treffen, ob man das will oder nicht. Es gibt hier in Deutschland genügend Sachen, wo man sich anstecken kann, die viele Leute, die jetzt zurückgekommen sind, für wesentlich schlimmer halten als die Reisen. Und weiß ich, da kamen so Sachen auf, der Flieger ist 10-mal sicherer als eine Fahrt hier im Bus oder in der U-Bahn in Deutschland. Am Ende war es eine große Rolle, wenn ich nochmal kurz dazwischen, Eigenverantwortung, das finde ich, gehört einfach dazu. Oder das ist das Wichtigste. Auch ob ich mich jetzt hier in Deutschland aufhalte oder wo immer, Eigenverantwortung. Und das zu machen, wo ich selber so weiß, hey, Abstand halten und in dem Augenblick kann man ja momentan eh nicht mehr machen. Okay. Ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch noch, hast du auf deinen Reisen gemerkt, dass sich die Unterwasserwelt erholt hat? Weil es waren ja so gut wie keine Taucher unterwegs, keine Touristen unterwegs. Merkt man das? Also, auf Polynesien bezogen, weil man da so weit abseits oder unsere Tour so weit abseits von Schuss ist, merkt man es nicht, weil man einfach, aber gerade für die Malediven fand ich es, ich bin im August das erste Mal auf den Malediven, wir waren die
einer der ersten Touren waren das einzige Schiff zu der Zeit. Und das fahren mittlerweile auch nicht. Und was mir aufgefallen ist, dass die Fische also viel mehr Ansammlungen hatten. Wir hatten Nachttauchgänge mit 10 Walhaien. Wir haben Manta-Nachttauchgänge gehabt. Und wo ich jetzt sage, wo ich viele Sachen gesehen habe, wo ich gedacht habe, das saut mich voll weg. Also es waren Sachen dabei. Gerade ich war jetzt im Februar nochmal da. Da durften wir mit 10 Walhaien einen Abend. Das war auch noch mein Geburtstag. Ich bin in meinem Geburtstag mit 10 Walhaien getaucht. Da war ich schon sehr, sehr happy. Aber auch die Plätze an sich, man merkt, die Fische sind zutraulicher. Man merkt einfach, es wird da halt nicht so viel getaucht. Und zusätzlich kommt dazu, wenn ich an einem Platz bin, wo vorher 4 oder 5 Safari-Schiffe vielleicht gelegen haben und du jetzt das Einzige bist, kannst du natürlich auch ins Wasser springen, wann immer du willst. Ne? Ja, das also. Hast du natürlich recht. Ja. Ich zeige jetzt im Hintergrund einfach mal so ein paar Bilder von deinem Malediven-Trip, ja, die du gemacht hast. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was sagen, was denn so speziell war. Also vielleicht irgendwie ein ganz besonderes Erlebnis auf den Malediven gehabt oder was ganz Spezielles gesehen oder erfahren. Also ich fand das Tauchen wirklich extremst gut. Also ich kenne Malediven seit 1900 irgendwann, 93 glaube ich, war ich das erste Mal da. Und zu der Zeit war es halt anders. Und irgendwie habe ich mich ein bisschen zurückgesetzt gefühlt in diese Zeit. Also es war gut. Wir hatten Walhaie, wir hatten alles. Was mich wirklich beeindruckt hatte, das war auf der ersten Tour das Tauchen mit den Mantas. Das kam natürlich auch deshalb her, wenn 3 oder 4 Schiffe da vor Ort liegen und alle haben ihre Lampen ins Wasser, dann teilen sich die Mantas auf. Und so hatten wir einfach das Glück, dass dann wir alle für uns irgendwie hatten. Und da habe ich auch eine ganze halbe Nacht da im Wasser verbracht. Und auch die Malediven werden wir demnächst nochmal extra Bilder, werden wir auch einen Maledivenabend machen. Das wird übernächste Woche sein, ne? Wo ich dann auch Bilder davon zeigen werde. Okay, wir haben jetzt gerade noch eine Zwischenfrage. Wie denn deine ganz persönlichen Erfahrungen mit irgendwelchen fremden Personen an Bord sind, die du einfach im Vorfeld noch nicht gekannt hast? Jetzt gar nicht mal auf Corona gemünzt, sondern allgemein, wenn man da so eine Woche oder 2 Wochen auf einem Boot eingesperrt ist und mit den Leuten zurechtkommen muss. Du hast ja super viel Erfahrung mit irgendwelchen Gruppenreisen, wo mit Sicherheit auch Leute dabei sind, die du vorher noch nie gekannt hast. Gibt es da Lagerkoller? Musst du da mal die Waffe ziehen oder funktioniert das eigentlich bei dir relativ gut? Also ich persönlich habe immer nur fast durchgehend weg nur gute Erfahrungen gemacht, weil die Leute fahren alle auf einen Grund dahin. Sie wollen schöne Tauchgänge machen, sie wollen eine gute Zeit haben. Und also es verbindet die Leute halt so viel. Und eigentlich findet man sich da immer zusammen. Und gerade auf der letzten Tour war jemand dabei, das ist mir alles zu lange und überhaupt. Und der nachher mit Tränen nach Hause gefahren ist und wollte gar nicht wieder weg. Und wie toll die Erfahrung war, weil das seine erste Tauchsafari war. Und es entstehen dann auch immer Freundschaften fürs Leben. Und das ist wirklich, also so eine Tour und diese Erlebnisse verbinden so extrem auch. Und ich stelle das immer wieder fest. Und ich habe so viele Leuten immer im Nachhinein Kontakt, aber die auch immer wieder mitkommen, wie sehr das verbindet, dieses Tauchen und gerade dann so spezielle Erlebnisse, wie eine Walhai-Begegnung oder. Okay. Ja, ich denke, das hab ich auch bisher nie anders erlebt. Also, dass eigentlich das immer sehr, sehr gut funktioniert. Egal, ob man jetzt der Fremde ist, der da dazustößt oder die Gruppe, die auf denjenigen dann zugeht. Also, ich denke mal, bei so schönen Erlebnissen, die du da hast, ist das auch absolute Nebensache. Wie muss man sich denn aktuell, wenn man auf den Malediven auf dem Schiff unterwegs ist, die Situation direkt auf dem Boot vorstellen, was Corona angeht? Tragt ihr da denn die ganze Zeit eine Maske auf dem Schiff und wechselt dann kurz vorm Tauchgang die Tauchmaske gegen die H2-Maske? Oder wie
Wie kann man sich das vorstellen? Was gibt es für Einschränkungen direkt auf dem Schiff? Wie muss man sich das vorstellen? Sind da überall Plexiglaswände zwischen den einzelnen Tauchflaschen an Bord? Oder was gibt's da dazu zu sagen? Nein, eigentlich auf dem Boot selber gibt es dann keine Einschränkungen. Das Gute ist, man kommt an am Flughafen, gerade Malediven. Früher hatte man schon mal eine Stunde oder sowas Wartezeit. Das Gute ist, durch Corona haben die Wartezeit, es darf überhaupt keine Wartezeit da momentan geben. Also wirst du sofort abgeholt und wirst sofort aufs Boot gebracht. Aufs Boot selber wird, oder gerade schon aufs Doni, wenn man aufs Doni kommt, ist natürlich gleich Hände desinfizieren, waschen und alles. Und danach ist es dann eigentlich vorbei, weil es bringt ja nichts, wenn man auf relativ engen Raum ist, dass die Leute dann da die Maske tragen. Außerdem ist es ja so, dass du bei der Einreise jeder einen negativen Test haben muss, sonst kommt man ja nicht rein. Von daher merkt man es dann auf dem Boot selber, merkt man es dann nicht. Und es ist auch einfach so, die Leute wollen dann auch, oder sicher atmen sich nicht besonders oder nicht mehr wie sonst oder weniger oder. Aber es ist nicht so, dass man da sagt, hey, jetzt halte ich da besondere Abstände oder irgendwas. Es bringt, weil es ja eh nichts, wenn ich 14 Tage mit jemandem auf dem Boot bin, bringt es einfach nichts zu sagen, jetzt trage ich zu 95% die Maske und dann sitzt zusammen alle am Tisch und dann zum Essen oder wie auch immer und dann wäre es dann eh. Man muss dann schon einfach auch so ein bisschen das Gefühl haben, dass oder vertrauen, dass die Leute alle mit den negativen Tests da sind. Okay. Was sind denn für Nationalitäten unterwegs, wenn du eine Gruppenreise anbietest? Sind da ausschließlich Deutsche dabei oder ist das dann gemischt oder chartert ihr dann immer ein komplettes Boot oder wie handhabt ihr das? Also eigentlich ist es so, dass wir die Ausländer, die dabei sind, sind Schweizer oder Österreicher, also eigentlich Deutschsprachige. Es kommt ganz selten mal vor, dass andere englisch sprechende Reisende dabei sind. Ich glaube, auf meinen Reisen war es ein oder zwei Mal überhaupt, weil wir eine besonders lange Kokos-Tour hatten und unbedingt ein Amerikaner dabei sein wollte. Aber sonst ist es eigentlich so, dass alles Deutschsprechende sind. Okay. Aber wir hatten auch schon mal Holländer dabei, ne? Ja, habe ich vielleicht vergessen, habe ich verdrängt. Okay. Ja, wir sehen hier gerade noch ein bisschen was vom Nachttauchen. Vielleicht kannst du uns da noch was zu erzählen, was es da so auf sich hatte. Ja, die Nachttauchgänge auf den Malediven, das ist schon wirklich was sehr, sehr Besonderes. Gerade da einmal mit den Mantas, das kann man sehr, sehr gut vergleichen mit den Nachttauchgängen auf Hawaii. Man kannte das bisher immer, oder viel bekannt war es halt, dass man das in Hawaii machen konnte. Ich persönlich finde das auf den Malediven 10-mal besser, weil man ja einfach vom Boot, das ist hinterm Boot, man springt dann rein. Hier sehen wir natürlich das mit den Walhaien, was für mich in der Form absolut einzigartig war. Man ins Wasser geguckt hat und es war alles voll, ein Schwarm Walhaie habe ich in der Form noch nicht so erlebt, was wirklich für mich Wahnsinn war. Ich glaube, in der Nacht bin ich auch 4 Stunden, 5 Stunden im Wasser gewesen und wir wollen mal in 14 Tagen, können wir mal sehen, ob auch ein paar vernünftige Aufnahmen bei rumgekommen sind. Da sind die dann fast Flossen gewachsen wahrscheinlich. Ja, noch eine Frage zwischenrein, die, denke ich, ganz interessant ist, wenn man als Alleinreisender irgendwie eine Doppelkabine bucht und weiß dann irgendwie nicht, was einem da auf der anderen Bettseite erwartet. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Ist sowas ganz problemlos oder sollte man dann lieber doch eine Einzelkabine buchen oder kann man da ganz entspannt mit? Wie macht ihr da eine Einteilung, wenn ihr da so ein Schiff chartert? Macht ihr das nach Körpergröße, die Kleinen nach vorne, die Großen nach hinten oder wird da auf irgendwelche anderen Sachen geachtet? Wie funktioniert das? Nein, es wird eigentlich relativ einfach. Auf den meisten Gruppenreisen ist halt so, dass sich gewisse Leute schon teilweise kennen. Ja, es kommt einfach, die mittlerweile im Laufe der Jahre gesagt haben, wir kommen mal mit. Aber selbst wenn nicht, guckt man schon, Männlein, Weiblein werden halt nicht, oder also werden halt getrennt.
in der Regel. Also jeder hat dann auch den, aber sonst ist das eigentlich nicht so. Ich persönlich auf so einer Reise finde es halt auch gar nicht schlecht, die Kabine mit jemandem zu teilen, weil wenn du eine mal, sicher ist es auch schon mal vorgekommen, dass ich mal eine Kabine für mich selber hatte, ich fühle mich dann immer ein bisschen verloren und verloren, weil gerade auch, wenn man dann im Bett liegt und der Tag war so ereignungsreich, dass man das dann mit einem teilen kann oder mit jemand da ist, mit dem man dann noch spricht. Und ich habe dann schon so häufig gehabt, dass man auch mit weltfremden Leuten, mit denen noch die halbe Nacht unterhalten, über die Sachen, die man am Tag erlebt hat, dass man die noch verarbeitet. Sollte das mal wirklich nicht passen, sind wir ja vor Ort und wir haben ja alle den Mund, da müssen wir halt sprechen und dann kann man dann vielleicht auch irgendwas arrangieren. Also das ist nicht, aber ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass irgendeiner gesagt hat, ey, das ist jetzt hier eine Katastrophe, wir müssen da was machen. Okay. Welches Atoll auf den Malediven wäre denn für Nachttauchgänge eigentlich optimal aus deiner Sicht? Das ist auch noch eine Frage, die wir gerade über Facebook reingekriegt haben. Also ich finde eigentlich das Ariatoll. Das Ariatoll hat momentan die Walhaie ganz gut. Die Mantas kann man in mehreren Atollen sehen. Aber die Walhaie sind eigentlich das Beste zu dieser Zeit im Ariatoll. Es ist ja, Uwe macht, er begleitet ja oder ist auf einer Reise im Mai. Im Mai ist es Uwe, ne? Ja, im April. Im April, ne, der fährt die Tour auch, da wo die Walhaie sind. Ich weiß nicht, sind da noch Plätze frei gerade oder können? Ja, wir haben noch ein ganz paar Plätze frei, falls im April noch jemand eine 10-Nächte Tauchkreuzfahrt mitmachen will. Ich fahre mit meiner Frau mit und wir haben auch viele andere nette Gäste, die da drauf sind. Falls sich jemand traut, kann er sich gern bei uns melden. Die Tour ist vom 11. bis 21. April auf dem Schiff, 10 Nächte auf der Cape Vita. Anreise der 10. April. Also das ist mit Sicherheit eine Sache, die ich sehr empfehlen kann. Also Malediven zu dieser Zeit, das ist halt dieser, wenn es nicht viele Sachen an Corona gibt, aber es sind halt wenig Reisende da, es sind halt wenig Schiffe vor Ort. Viele Inseln haben auch teilweise noch geschlossen und von daher trifft man relativ wenig Taucher an und ich kann es nur empfehlen. Also okay. Vielleicht kann ich, wo wir diese Reise angesprochen haben, wollte ich heute eigentlich gar nicht, wollte mal im Rahmen der Malediven-Dings einfach mal wegen der Sicherheit, wo viele Leute gefragt haben. Wir haben in dem Sinne keine große Angst, dass da was mit Corona ist, weil jeder direkt vor der Abreise einen PCR-Test machen muss. Bei der Einreise wird Fieber gemessen. Wir selber haben noch eine ganze Menge Schnelltests dabei. Wir wollen also alle Leute, die aufs Schiff gehen, kurzfristig noch einen Schnelltest machen, in der Hoffnung, dass wir dann noch mehr Sicherheit haben. Wir wollen die Crew auch testen, die haben sich einverstanden erklärt. Dazu kommt, dass im Moment auf den Malediven alle Einheimischen und auch die Ausländer, die mit Touristen arbeiten, die werden aktuell geimpft. Also es dauert nicht mehr lange, dann gibt es keinen Malediver mehr, der mit Touristen in Kontakt kommt, der noch keine Corona-Impfung hat. Also das Restrisiko sind die Touristen, die sich eventuell anstecken, in der Zeit vom PCR-Test, bis sie vor Ort ankommen. Da ist sicherlich ein Restrisiko da, das kann man nie ausschließen, aber ich denke, das haben wir auch in Deutschland, egal wo wir hingehen, wenn wir in den Supermarkt gehen, wenn wir mit der Straßenbahn fahren, oder selbst wenn wir am sonnigen Sonntag irgendwie durch den Park laufen, da ist ja auch, sind so viele Leute, die da langlaufen, dass wir denen auch nicht mehr aus dem Weg gehen. Okay, ich muss mal kurz noch eine Zwischenfrage stellen, weil da einige empörte Kommentare auf Facebook gekommen sind, weil ihr am Abschluss von euren Walhai-Tauchgängen immer einen von den Walhaien auf den Strand zieht, damit ihr ihn besser fotografieren könnt. Und da haben sich doch jetzt einige erzürnt, warum ihr sowas macht als Taucher. Vielleicht kannst du dazu noch was kurz was Erklärendes sagen. Ja, okay. Ja, zeig das Bild nochmal. Moment, ich zeig das Bild nochmal. Also das ist kein Walhai, sondern das ist ein Arm, der auf jeder Tauchsafari wird mindestens oder ist in der Regel mindestens ein Strandarm dabei. Und den Walhai hat die Crew aus Sand gebaut. Das ist Sand und das Dunkle ist halt von einem Lagerfeuer mit der Asche, wurde der Sand da ein bisschen gemacht. Wenn man es näher rankommt, hinten, die hintere Flosse ist sogar auch nicht aus Plastik. Aber da sieht man mal, wie künstlerisch begabt die alle sind. Und also ich habe es auch schon mal gepostet, da haben auch mehrere darauf angesprochen und sowas. Er ist wirklich so naturgetreu, dass man sagt, hey, komm her.
Man kann das verwechseln. Also. Okay, jetzt lass uns mal ein paar Fragen abarbeiten, die wir noch haben. Wie wurdest du denn ganz persönlich in den Destinationen behandelt als Virusüberbringer? War da eine große Vorsicht gegenüber Touristen oder wie war denn da das Verhältnis der Einheimischen gegenüber euch? Gab es da irgendeine Änderung? Nein, eigentlich ganz im Gegenteil. Überall, wo man hingekommen sind die Leute mit großer Dankbarkeit. Man muss ja auch sehen, die leben ja auch von dem Tourismus. Und ich glaube, mittlerweile, es geht halt allen so quasi wie jeden Restaurantbesitzer, der hin und her gerissen ist mit Sicherheit, aber der sich freuen würde, jederzeit aufzumachen. Und also ich habe nirgendwo irgendwelche Ablehnungen. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die in Costa Rica waren oder in Mexiko waren. Und auch da war es so, dass die voller Dankbarkeit einfach sahen, hey, komm her, es muss irgendwie wieder weitergehen. Wie man damit umgeht oder wie man das zu bewerten hat, ist immer wieder was anderes. Aber die Leute selber waren alle sehr, sehr nett. Okay. Was wäre denn passiert, wenn einer von eurer Gruppe auf dem Boot positiv getestet worden wäre? Vielleicht kannst du dazu was sagen. Also, wenn jemand positiv, dann ist es so, dass alle in Quarantäne müssen. Okay. Das Schiff auch und die ganze Crew, die gehen dann 2 Wochen in Quarantäne. Okay. Macht ihr nur Channel Diving oder wie sieht so die ganze so eine Tauchsafari aus, wenn ihr da unterwegs seid? Es liegt sicherlich an der Route, aber in der Regel wird die ganze Bandbreite des Maledivent-Tauchens angeboten. Wenn jetzt gerade zu dieser Jahreszeit, so März, April, wenn die Ostströmung ist mit dem klaren Wasser, dann lohnt sich das Kanaltauchen mehr als zu anderen Zeiten, weil man von einer Kanalseite zur anderen gucken kann. Man sieht wirklich viel, viel mehr als zu anderen Jahreszeiten. Und sollte die Sicht nicht so gut sein, dann geht man mehr ins Atollinnere, taucht mehr Tilas und mehr andere Riffe. Also die Bandbreite auf Malediven ist so groß und bietet für alle was. Jetzt nochmal eine Frage zu Covid. Wenn jetzt wirklich irgendwo einer positiv getestet würde auf dem Schiff und man sich alle würden sich in Quarantäne begeben, wer bezahlt das denn, wenn ich dann da sozusagen keinen Tauchurlaub habe, sondern einen Quarantäneurlaub? Es ist so, dass die Ressorts das Geld von den Touristen nehmen. Es gibt inzwischen Versicherungen in Deutschland wieder, die das abdecken würden. Das ist das Restrisiko, was noch da ist. Okay. Als Veranstalter versuchen wir immer, das so zu regeln, dass das für alle Leute gut ausgeht und dass da keiner auf Kosten hängen bleibt. Und in der Regel schaffen wir das auch. Okay. Also wir haben jetzt gerade ein positives Feedback bekommen von der Sabine, die gesagt hat, sie ist gestern von den Malediven heimgekommen, 3 Wochen Tauchsafari, Hygienekonzept war super gut umgesetzt und auf den Schiffen, dass sie sich sehr wohl gefühlt haben und dass sie jedem nur empfehlen kann, momentan auf die Malediven zu gehen und dort tauchen zu gehen. Das ist natürlich dann auch mal ein sehr positives Feedback. Wir haben noch jede Menge andere Fragen. Ich gucke jetzt hier einfach mal. Vielleicht kann Raider noch was zu sagen. Der hat mit vielen Kunden gesprochen, die jetzt wieder gekommen sind. Okay, ja. Was gerne. Die so berichtet haben, oder Ray? Ja, natürlich gerne. Wie Uwe schon sagte, wir haben viele Feedbacks bekommen von Kunden, die auf den Malediven waren, Sabine zum Beispiel und auch andere. Und die haben alle erzählt, dass das Hygienekonzept auf den Schiffen hervorragend gemacht ist. Wir wissen, ich will das jetzt nicht groß ausbreiten, aber wir wissen, wie das ganze Prozedere ist, wann welche Tests zu machen sind und wie das Ganze abläuft. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns am besten an, schreibt uns eine Mail. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen zu viel in diesem Rahmen, das alles darzulegen. Aber alle unsere Kunden, sei es auf den Malediven oder auch Costa Rica, Mexiko, was Peter ja auch schon angesprochen hatte, waren super zufrieden. Und große Einschränkungen gibt es eigentlich nicht. Also mir haben auch Kunden geschrieben, dass im Flugzeug, klar, die Maske muss da auch sein, wenn man ins Flugzeug einsteigt. Im Flieger selber ist es gar nicht mehr so wild. Ich weiß von der Aggressorflotte, dass sie ein sehr gutes System haben, dass die einem auch genau sagen, wo man welche Tests machen kann. Und ich glaube schon, dass das alles jetzt machbar ist. Und
Na gut, man muss gewisse Sachen einhalten natürlich, aber soweit wir es jetzt von den Kunden gehört haben, funktioniert das alles recht gut. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass jeder, der wiederkam, unheimlich froh war, es gemacht zu haben. Gerade in den jetzigen Zeiten, wo das hier in Deutschland ja doch nicht so aufmunternd ist, was man alles macht. Und die sagen, die sind mit frohem Mut zurückgekommen, haben wieder Energie geschöpft und viele Sachen sind vor Ort sogar sicherer, als wie das hier in Deutschland mit den Konzepten war. Aber sicherlich ein Restrisiko ist da. Und wenn man Angst hat oder vorsichtig ist, dann kann ich jeden verstehen, der nicht reist. Jeder, der bei uns eine Reise gebucht hat und die verschieben will, haben wir verschoben. Wir haben Regelungen gefunden. Ist nicht so, dass wir das nicht nachempfinden können. Aber vielleicht sollte ich auch mal grundsätzlich was dazu sagen zum Reisen. Reisen ist ja nicht verboten vom Deutschen, vom Auswärtigen Amt oder vom Robert-Koch-Institut. Es wird ja nur abgeraten. Es wird Reisen nicht verboten. Es gibt andere Sachen, die verboten sind, wo die Leute sich nicht unbedingt dran halten, jetzt in der Pandemie. Also es dürfen sich nur zwei Haushalte treffen. Wie oft sehe ich das, dass sich mehr wie zwei Haushalte treffen und so weiter. Das sind verbotene Sachen. Reisen ist nicht verboten. Aber das Risiko trägt natürlich jeder irgendwo selber und muss für sich einschätzen, ob er das eingehen will oder nicht. Mhm. Ja. Ja, wir haben noch jede Menge andere Fragen, die wir vielleicht mal, die jetzt mit den Malediven direkt nichts zu tun haben, sondern ob ihr irgendwelche Insider-Infos habt, was die Einreise nach Indonesien angeht. Nein, Insider-Infos gibt es nicht. Die Indonesier wissen auch nicht, wann es wieder aufgemacht wird. Im Moment ist so, dass ganz Südostasien mehr oder weniger dicht ist. Wir dürfen nicht rein als Europäer. Wir gehen auch davon aus, dass das noch ein bisschen dauert und dass die irgendwann im Sommer wahrscheinlich wieder öffnen. Für Inlandstouristen ist schon wieder geöffnet. Und da, wie ich eben schon sagte, ich vermute, dass da dann Impfpflicht kommt und Einreisepflicht und so weiter. Und mit den zunehmenden Impfungen, ich meine, die jetzt kommen, die im Moment noch langsam sind, ich habe die Hoffnung, dass das in Kürze viel, viel schneller gehen wird und dass wir schon Sommer, Ende des Sommers mehr oder weniger alle das Angebot hatten und dass bis dahin auch die Länder aufhaben, zumindest für Leute, die geimpft sind und dass man dann langsam wieder reisen kann. Davon bin ich eigentlich fest überzeugt, dass das so sein wird. Und jeder, der jetzt eine Reise für den Herbst bucht, da bin ich fest von überzeugt, der kann die auch antreten. Okay. Dann hat der Marco hier gefragt, Sie sind für September für Raja Ampat gebucht und was ihn beunruhigt, sind zwei Dinge. Die Unsicherheit, ob sich die Reisebestimmungen kurzfristig ändern können und ob er dort vielleicht irgendwie verbrannte Erde vorfindet, weil monatelang keine Gäste da waren. Was ist deine Meinung dazu? Ja, wir wissen, ich weiß jetzt nicht, welches Ressort er gebucht hat, wenn er bei uns gebucht hat und auf unsere Gruppenreise anspielt, dann weiß ich, dass in dem Ressort noch Mitarbeiter sind, die aufpassen, dass das ordentlich läuft. Das ist natürlich nicht der volle Staff da im Moment. Die haben auch die ersten Gäste wieder. Das sind also überwiegend Ausländer, die in Jakarta leben oder auch Indonesier selber, die reisen. Sind zwar nur sehr wenig, aber wir gehen da ganz fest davon aus, dass das Ressort in Ordnung sein wird zu dem Zeitpunkt. Und was mit den Einreisebestimmungen ist, habe ich eben schon gesagt. Aber wir gehen fest davon aus, dass es dann möglich ist. Okay. Dann eine Frage abseits von Corona. Vielleicht Peter, was ist die beste Zeit, um auf den Malediven tauchen zu gehen im Jahr? Witzig, oder eigentlich sagt man ja, dass jetzt momentan die Zeit ist, so von Januar bis Mai. Aber ich war im August da und ich hatte eine Wahnsinnstour. Wir hatten wahnsinniges Wetter. Wir hatten drei Wochen am Stück spiegelglattes Meer. Also im Großen und Ganzen glaube ich, dass es diese ganzen, so wie es früher mal war, vielleicht, dass man das richtig sagen konnte, da und da ist Saison, die gibt es klar gar nicht mehr. Und dass sich das einfach auch durch den Klimawandel ein bisschen verschoben hat und dass man einfach gar nicht mehr sagen kann. Es sind halt Tropen und in den Tropen kann es immer mal regnen, aber wie gesagt, auch im August hat man sehr, sehr gutes Wetter und klar, wenn ich komplett das ganze Jahr wählen könnte, würde ich jetzt momentan die Zeit nehmen. Okay. Ja, dann haben wir hier noch eine Frage vom Christopher. Der fragt, möchten unheimlich gerne im September nach Raja Ampat fliegen. Alles ist bei euch schon gebucht. Was gäbe es für Alternativen, wenn es bis dahin nicht klappen sollte mit Raja Ampat?
Ja gut, Alternativen, wenn irgendwas nicht klappt, werden wir finden. Wenn die Reisen abgesagt werden, zahlen wir die Zahlungen, die geleistet sind, zurück. Aber wie eben schon gesagt, wir gehen fest davon aus, dass das bis September funktioniert. Mehr können wir auch nicht. Wir wissen ja auch, wenn ich jetzt von einer Alternative rede, weiß ich ja auch nicht, was da passiert bis September. Also das sind Sachen, die man dann eventuell wirklich kurzfristiger betrachten muss. Mhm. Mhm. Der Reinhard hat ja eine tolle Idee, wenn man zwei Wochen auf einer Tauchsafari ist und einer positiv getestet ist, dann kann man ja einfach auf dem Boot Quarantäne machen mit allen anderen zusammen. Das ist wahrscheinlich eine Wunschvorstellung, aber wird so leider nicht funktionieren. Ja, das war es jetzt, denke ich, erstmal mit den Fragen, die wir hier auf Facebook beziehungsweise hier direkt in Zoom bekommen haben. Was ist denn mit Quarantäne in Deutschland, wenn man zurückkommt? Willst du was sagen? Oder? Ja, ich sage mal, wie es bei mir war. Das ist halt auch sehr unterschiedlich. Es gibt zwei Sachen. Es gibt ja einmal die Einreise, und die Einreise heißt, wenn ich in Deutschland aus einem Risikogebiet zurückkomme, muss ich innerhalb von 48 Stunden einen Corona-Test machen oder einen Corona-Test haben, der nicht älter ist wie 48 Stunden. Wenn ich zum Beispiel, jeder Flughafen, jeder große Flughafen hat in Deutschland das. Wenn ich angekommen bin in Frankfurt, bin sofort zum Test gegangen. Das hat keine halbe Stunde gedauert, dann war ich getestet. Das andere sind dann die Quarantänebestimmungen. Das ist Ländersache. Und da muss man dann gucken von Land zu Land. Also ich habe jetzt nicht mehr reingeguckt, aber als ich im Februar zurück bin, ich bin in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen reicht ein negativer Corona-Test, um die Quarantäne zu umgehen, den ich ja am Flughafen gemacht habe. Und daraus war ich dann mit der Corona, also sprich mit der brauchte ich halt keine Quarantäne machen. Ja, Peter, das ist die Ausnahme. Nordrhein-Westfalen ist als einziges Bundesland, die sagen, negativer, selbst ein Schnelltest reicht, um wieder reinzureisen. Wenn der negativ ist, kann ich ganz normal weiterleben hier. In allen anderen Bundesländern ist es leider anders. Da muss man eben den PCR-Test haben. Und innerhalb von kürzester Zeit nach Rückreise kann man den machen und 5 Tage später nochmal einen Test. Wenn dann negativ ist, dann kann man wieder ganz normal der Arbeit nachgehen. Aber die 5 Tage muss man sich in freiwillige Quarantäne begeben. Nordrhein-Westfalen ist die Ausnahme. Okay, wenn ich jetzt nach dem Webinar hier richtig Lust bekommen habe, irgendwo hinzufahren, wie gehe ich strategisch, wärst du jetzt der Kunde und nicht der Uwe Nils, wie gehe ich strategisch am klügsten vor? Ja, eigentlich wie bei den Buchen von jeder Reise, die ich mache. Ich überlege mir, was will ich sehen, wo will ich hin, wie viel Geld will ich ausgeben, was ist da möglich? Und dann wende ich mich auch am besten an einen Spezialisten, der mit diesen Fragen dann ein Reiseangebot machen kann und sagt, okay, bei dem, was du dir vorstellst, könnte ich mir jetzt vorstellen, das und das zu machen. Ist natürlich in Corona-Zeiten etwas schwierig, weil die Reiseziele, die da sind, nicht so groß sind. Also im Moment bieten wir überwiegend die Malediven an. Wer dann möchte, wir haben im Moment Gäste nach Galapagos, nach Kokos, nach Mexiko, Socorro, sind alles Länder, wo wir einreisen dürfen. In die meisten Länder kommen wir ja nicht rein. Die wollen uns ja nicht, ist ja nicht so. Die haben wesentlich geringere Corona-Zahlen als wir. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt guter Hoffnung bin und für Sommer, Herbst irgendwas bei euch buche und das Ganze wird irgendwie nicht funktionieren aufgrund von Corona? Wie sehen da die Stornierungsoptionen aus? Was gibt es dazu zu sagen? Wir haben mit den meisten Partnern Regelungen gefunden, dass die Anzahlungen später gemacht werden, dass man relativ kurzfristig noch stornieren kann. Entweder aus Gründen von Corona oder sogar ohne Angabe von Gründen. Und selbstverständlich die Zahlungen, die wir leisten müssen, das Geld gibt es sofort wieder, wenn die Reise abgesagt wird. Da muss sich keiner Sorgen um sein Geld machen. Ich denke, die größere Sorge ist, wenn man Urlaub eingereicht hat und dann vielleicht nicht weg kann oder sowas. Aber finanzielle Sorgen muss sich da keiner machen. Okay. Wir haben im Moment eine Aktion für alle, die jetzt noch eine Reise bis Ende Juni buchen. Der muss nicht anzahlen, kann bis 4 Wochen vorher kostenlos stornieren, egal welche Reise, wenn es Richtung Südostasien geht, wo die Länder jetzt geschlossen sind. Okay. Und es gibt sogar noch einen Reisegutschein von uns für jeden, der das bucht. Ja, das ist ja auf jeden Fall. Gibt es da Infos auf eurer Webseite dazu oder wo findet man da Infos drüber? Oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir es auf der Webseite haben. Bei Facebook hatten wir einen Post dazu und
Also dann auf die Facebook. Einfach anrufen und uns fragen. Wir sind im Moment telefonisch, aber nur vormittags zu erreichen. Aber dann ist von Montags bis Freitags immer jemand da. Und dann können wir wirklich gerne persönlich beraten und auch über einzelne Reiseziele reden. Okay, dann haben wir noch mal eine Anfrage von der Schöner Tauchen Facebook-Seite und Frage ganz gezielt an Uwe. Nochmal zur Quarantäne. Wenn jemand auf dem Boot positiv war und man in Quarantäne muss, dann dürfen ja die Rückflüge auch nicht mehr wie geplant klappen. Buchen dann die Airlines einigermaßen unkompliziert um oder wie sind da deine Erfahrungen? Die Airlines, die im Moment jetzt Beispiel Malediven fliegen, Katar ist unheimlich flexibel, ist eine ganz tolle Airline, die auch bis kurzfristig vorher noch Sachen erlauben. Und bisher, wie gesagt, unsere Kunden, wir hatten den Fall noch nicht, aber ich garantiere, dass wir unsere Kunden ohne Aufpreis nach Hause bringen, wenn so ein Fall eintritt. Okay, das hört sich ja schon mal sehr, sehr gut an. Also, wenn jemand Interesse hat, jegliche Informationen gibt es auf der Facebook-Seite von Schöner Tauchen, natürlich auch auf der Webseite zu den ganzen Destinationen. Da gibt es jede Menge Infos, jede Menge Videos, Fotomaterial. Da kann man sich auch nochmal richtig Geschmack holen. Das meiste wird wohl von Peter sein, was da eingestellt wurde. Da kann sich jeder ein bisschen Appetit drauf machen und dann am besten bei Schöner Tauchen anrufen. Und Uwe und seine Kollegen und Ray, die werden dann euch mit Rat und Tat beiseite stehen und werden das Beste für euch finden, was möglich ist, was gut ist und oder was top ist. Und auch mit den von Uwe erwähnten Stornierungsmöglichkeiten, denke ich, wird man da immer eine Lösung finden. Worauf wir noch hinweisen sollten, denke ich, wäre, dass wir diese Webinarreihe, die wir heute gestartet haben, es ist nicht ein einzelnes Webinar, sondern wir werden schauen, dass wir in den nächsten Wochen immer den Mittwochabend nutzen werden, um dann über verschiedene Destinationen zu sprechen. Vielleicht, Uwe, kannst du da was oder Peter drüber erzählen, was ihr da in der Planung habt. Da werden wir dann wirklich Destinationen vorstellen, intensiv drüber reden, weniger über Corona reden, aber natürlich auch, wenn Fragen dazu kommen. Aber wir werden euch dann wunderschöne Ziele vorstellen, die man dann entweder sofort oder hoffentlich dann auch bald bereisen kann. Ja, vielleicht sollte ich da was zu sagen. Also wir sind begeistert von diesem Format jetzt mit den Webinaren. Also ich hatte das sowieso geplant, als ich dann hörte, dass ihr das macht, passte das hervorragend zusammen, müssen wir uns um die Technik nicht selber kümmern, wäre bestimmt nicht so gut geworden wie heute. Und wir haben uns entschlossen, jetzt erstmal die nächsten 10 Wochen mindestens wöchentlich das zu machen. Ich bin überzeugt, dass wir das danach monatlich mindestens einmal machen, anstelle von Newsletter vielleicht am ersten Mittwoch im Monat und dann verschiedene Ziele vorstellen, unsere Mitarbeiter vorstellen, andere interessante Themen bringen. Man kann sich das ja auch hinterher immer auch als Video noch auf Facebook oder YouTube anschauen. Und jetzt die nächsten Ziele, die jetzt sind. Ne? Wir haben geplant, Peter, ich glaube, mit dir die beiden nächsten, wo du eben Französisch, Polynesien und Malediven nochmal genauer vorstellst, wo wir dann einen Partner von Malediven mit haben, der dann auch was sagt, wie es vor Ort aussieht. Und wir wollen das wirklich interessant gestalten. Danach soll Nord-Sulawesi kommen, wo wir einfach mal sagen, wie es unseren Partnern vor Ort geht. Ist immer mein Lieblings- oder erstes Tauchziel. Ich habe da vor 30 Jahren mal 2 Jahre gewohnt und wir waren da so die Tauchpioniere. Vielleicht finde ich noch ein paar alte Fotos von damals, die ich zeigen kann. Und dann zeigt Peter die richtigen Fotos von heute, die schöner sind. Und so weiter wollen wir das machen. Ja, absolut. Also kam hier gerade auch noch der Kommentar rein. Also es wäre auch schön, wenn wir irgendwie ein Webinar zu Raja Ampat irgendwie mal machen würden. Könnt ihr ja mal in die Planung einschieben. Und Kommt bestimmt. Ja. Also ich denke, das Ziel ist natürlich so toll, dass wir da auf jeden Fall irgendwas drüber machen wollen. Und die ganzen Webinare werden wir versuchen, so gut wie es geht, mit schönem Fotomaterial, schönem Videomaterial ein bisschen auszuschmücken. Und ganz, ganz wichtig, dass wir natürlich eure Fragen immer beantworten in dem Webinar. Also das heißt, dafür sind wir da. Wir stehen euch für Fragen immer zur Verfügung. Webinar über Philippinen wäre toll. Ja, haben wir ja schon gesagt. Da kommt jetzt gleich in der übernächsten Woche wäre das wahrscheinlich, kündigen wir immer vorher bei Schöner Tauchen auf der Facebook-Seite. Nein, Philippinen, Armin, das dauert noch ein bisschen, aber da habe ich heute schon mit den ersten Partnern vor Ort telefoniert, die dann auch mitmachen wollen. Okay. Aber die nächsten 3 Termine ist es noch nicht dabei. Da warten schon manche Leute sehnsüchtig drauf. Also das ist ja auf jeden Fall in der Warteschlange und
Da, denke ich, haben wir dann auch genug Zuschauer. Ja, informiert euch immer auf den Facebook-Seiten von Schöner Tauchen beziehungsweise von Tauchernet, welche Themen die Webinare haben. Ich denke, Uwe wird dann auch immer mal wieder auch ein Mailing rauslassen an seine Kunden, wo er dann vielleicht die Webinare dann alle ankündigt, die dann stattfinden werden, sodass ihr immer die Chance habt, da auch dabei zu sein. Registriert euch bei Zoom für diese Webinare, weil dann bekommt ihr erstens eine Erinnerung, ich glaube eine Woche vorher und einen Tag vorher, nochmal zugeschickt, dass ihr die Webinare auch nicht vergesst. Und wenn ihr direkt in Zoom dabei seid, habt ihr die Möglichkeit, im Gegensatz zu Facebook, wesentlich besser Fragen zu stellen, die wir dann auch wesentlich besser beantworten können. Aber ich habe auch immer ein Auge auf die Facebook-Seiten und schaue, dass wir die Fragen dann auch hier reinbringen. Ja, ich denke, momentan ist alles beantwortet. Was an Fragen da ist. Ich bedanke mich bei den dreien hier, die mit Rat und Tat und tollen Fotos und Videos hier in dem Webinar teilgenommen haben. Ich bedanke mich bei allen, auch im Namen von Schöner Tauchen, bei allen Besuchern, die zugeguckt haben, egal ob bei Zoom oder bei Facebook und mit Sicherheit auch im Nachgang nochmal auf dem YouTube-Kanal. Das komplette Webinar, wer es also verpasst hat, kann entweder beim Facebook Schöner Tauchen oder Tauchernet nochmal das komplette Video anschauen dann auch auf den YouTube-Kanälen von Schöner Tauchen und Tauchernet wird dieses Webinar dann auch archiviert und dann kann man sich das angucken und kann dann nächstes Jahr, wenn alles mit Corona vorbei ist, dann auch drüber lachen, über was wir uns heute hier alles, über was für komische Sachen wir uns heute hier unterhalten haben. Ja, vielen Dank an alle, die dabei waren. Wir melden uns dann wieder nächste Woche zur selben Zeit. Was war das Thema, Uwe, für nächste Woche? Französisch-Polynesien. Genau, und Peter wird ausführliches Material dabei haben. Also, vielen Dank an alle. Wir kommen zu Wort kommen. willst du auch noch was sagen zum Schluss, abschließend? Oder, Nein, Armin, vielen Dank für alles. Also ich bin zumindest begeistert. Ich fand das ganz gut und ich denke, das können wir weitermachen. Vielleicht werden wir sogar besser in Zukunft, falls das möglich ist. Und also vielen Dank für allen, die zugeguckt haben. Also, macht's gut. Tschüss. Ja, dir auch danke und schönen Abend. Bleibt gesund.